Hallo alle miteinander, willkommen zurück bei The Binding of Isaac, Leute. Und wir spielen heute nochmal ein Divided Path Lauf. Sprich, wir spielen nochmal mit dem Faithful. Oh Mann, ey. Ich glaube, dass der andere Charakter, das habe ich euch ja schon beim letzten Mal gesagt, ich denke, der andere Charakter ist einfach mega langweilig, weil das ist halt ein ganz normaler Devil-Deal-Lauf. Ist halt ein Isaac ohne Würfel, dafür mit dem Book of, Satanic Bible, genau. Macht 25% Damage auf their Maximum Life to... Oh, was? Macht 25% Damage... Of their life to all enemies. Töte ich mich damit? Was ist das denn für ein Item? Guten Tag. Das ist ein Item, das ich immer... Also, das lädt sich alleine wieder auf und... Das macht einfach jedem Gegner im... Ich habe gerade damit einen getötet, könnte man sagen. Da waren vier Gegner. Aber trotzdem, allein, dass man die vier Gegner... Geht das auch auf Bosse? Nee, oder? Jetzt machen wir nicht schwach hier. Ja, das sind keine 25%, wenn ich mich nicht komplett täusche, Leute. Ich kann mich natürlich auch irren, aber das sah jetzt nicht nach 25% aus, aber es macht schon Damage. Ja, und wow. Ey, Leute, jetzt müssen wir so Batterie-Items finden, womit sich das schneller auflädt. Das ist ja ein Da habe ich das Item schon mal in meinem Leben gefunden. Hallo, das gefällt mir. Das ist ein richtig cooles Item. Alter Falter, ey. Naja, wir spielen heute nochmal den Faithful. Wie gesagt, ihr habt den letzten Part eventuell gesehen. Wenn nicht, dann schaut ihn euch an. Oder schaut euch zumindest die letzten, sag ich mal, 2 Minuten an. Es war sehr lustig, was passiert ist. Und ich dachte mir, komm, machen wir noch einmal einen Lauf mit dem. Einfach, damit wir nochmal die ordentliche Angel-Deal-Ladung am Start haben. Ich meine, Angel-Deals, hat man nicht so oft Läufe, wo man Angel-Deals findet, wo man damit spielt. Und ich dachte mir, komm, kann doch nicht schaden, hier einfach nochmal eine Runde hinzulegen. Und dann soll es aber auch genug sein. Dann spielen wir beim nächsten Mal wieder eine andere Mod. Ich weiß noch nicht zu 100%, wann die Cheated-Runs anfangen, falls ihr euch das fragt. Im Grunde kann es eigentlich, schon anfangen, aber ich weiß es noch nicht. Also kann sein, dass diese Woche noch keiner kommt und ich dann am Wochenende vielleicht mich mal hinsetze und das mir alles in Ruhe angucke. Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem zufrieden seid, Spaß habt und so weiter und so fort. Und ja, es entwickelt sich ja alles, ne? Gestern kamen keine Videos, ja, gestern, genau. Passiert, keine Ahnung, man hat Dinge zu tun, man Komma Strich, fertig ist das Mondgesicht, keine Ahnung, ist halt manchmal so im Leben, es kam jetzt kein Video, ich will mich dafür auf der einen Seite schon, also ich will schon einmal kurz sorry sagen, ist ja gar nicht das Ding, also ist natürlich nicht unbedingt mein Hauptplan, dass ich da keine Videos bringe, aber ich will mich dafür auch nicht entschuldigen müssen, weil das würde so diesen, wisst ihr, ja, auf der anderen Seite finde ich, muss ich ehrlich gestehen, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man sich dafür entschuldigen muss, weil, entschuldigen müssen ist das falsche Wort, aber, ja, ihr freut euch auf Videos und die würde ich euch sehr gerne auch alle geben, deswegen, ich arbeite da an mir, aber momentan kann es noch zu Ausfällen kommen. Ich hoffe, dass wir da in baldiger Zukunft an einem Punkt ankommen, wo wir einfach sagen können, ey Leute, die Videos, die alle kommen, die so geplant sind, das ist zu 100% oder sagen wir mal zu 99% kein Problem. Ja, und das ist das Ziel, ganz klar. Und da werden wir auf jeden Fall dran arbeiten, Leute. Da werden wir, oh mein fucking Gott, auf jeden Fall dran arbeiten. Zusammen, ne? Als Community. Wir sind auch eine Community, oder? Leute, bitte, komm schon, schlag ein. High five, okay? Okay. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Das Ding ist nämlich, ich habe noch keinen Goldraum gefunden, aber, ja, ich kann euch verraten, es gibt hier einen Goldraum. Ja, verrate ich euch auf jeden Fall nicht zu viel. Es gibt einen Goldraum auf dieser Ebene. Und den will ich natürlich finden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wow, das Spacebar-Item gefällt mir wirklich sehr gut. Ich frage mich, was der Sinn dahinter ist. Ich meine, ist das nicht ein Strohhalm? Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja und? Ja, was ist denn dann der Sinn von diesem Strohhalm? Kann mir das irgendeiner erklären? Oder ist es ein Geheimnis? Keine Ahnung, Staatsgeheimnis oder so. Ich weiß es nicht. Ach ja, Leute. Ach ja.
Das Leben ist momentan wirklich erste Sahne. Nicht 100%, aber wäre auch langweilig, wenn man schon 100% hätte, ne? Ich meine, ganz im Ernst, das Leben ist momentan wirklich, es läuft alles ganz gut, das freut mich sehr und ich bin wirklich ein sehr glücklicher Kornel heute. Ja, wisst ihr, was so ein Thema ist, worüber ich momentan immer wieder nachdenke? Was man im Internet so Preis gibt von sich. Ich war ja in der Vergangenheit jemand, der gesagt hat so, ja, ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so die hundertprozentigen Böcke, jetzt alles zu verheimlichen und pipapo und jenes und wir finden den Magic Mushroom, wow. Ja, das ist jetzt nicht so mega geil, aber ich nehme es mit so, keine Ahnung. Ja, es ist nicht mega geil, aber mit dem Space War Item kann natürlich schon interessant werden, aber ja, mega geil ist es nicht. Auf jeden Fall, ich habe keinen Schlüssel, ja. Mal gucken, ob hier der doch, da kann der Geheimraum sein. Okay, da kann auch der Geheimraum sein. Nein? Hallo? Wisst ihr, was gut wäre? Die Autobatterie. Das wäre der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, so ein Thema, was möchte man im Internet über sich preisgeben? Ich habe da in letzter Zeit wirklich drüber nachgedacht, ne? Weil es ist jetzt viel passiert, es ist in meinem Leben, in den letzten Monaten, so, ich will es gar nicht thematisieren, es ist halt viel passiert, dies und das, ne? Und läuft nicht immer alles so rund und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil da tut es in keinem Leben, ja, da kannst du fragen, wen du willst. Ja, es läuft nie bei jedem überall alles gut und rund. Das ist halt ganz normal. Es gehört dazu, ne? Das ist auch so einfach ein Stück weit, ja, Challenge, Aufgabe des Lebens, was man halt einfach so mittragen muss. Ist auch alles gar kein Problem. Nur das Ding ist, wenn man im Internet ist, so wie ich jetzt, und Videos macht. Es gibt halt Menschen, die meinen, sich rausnehmen zu dürfen, dich nicht nur zu bewerten, das wäre auch nicht so das allergrößte Problem, sondern dich auch einfach aufgrund von irgendwelchen Annahmen, von irgendwelchen Halbwissen, ja noch nicht mal Halbwissen, Vermutungen, einfach zu beleidigen. Und das nicht einfach nur so, wisst ihr, wenn Leute mich beleidigen, es juckt mich halt jetzt nicht wirklich so mega krass, weil, ja, ne, wenn da jetzt ein kleiner, was auch immer das für ein kleiner Otto ist, es juckt mich nicht, aber trotzdem, die Frage bleibt halt bestehen, so muss man sich das geben und ja, ich bin ja jetzt die letzte Zeit alles so, ne, und dann die Leute fragen halt auch immer und keine Ahnung, so, ich meine, man kann halt nicht jedem alles genau erklären und wenn du dann halt irgendwelche Sachen rausgibst und irgendwelche Dinge von dir veröffentlichst, sage ich jetzt einfach mal, dann, die Leute denken nicht darüber nach, dass du auch einfach noch jemand bist, der jetzt, ich weiß nicht, könnte hier noch ein Raum sein? Ich glaube, da kann nicht der Geheimraum sein. Aber wo ist denn dann der Geheimraum? Hä? Ach, ich habe den Geheimraum schon gefunden, ja. Fuck, ich habe keinen Schlüssel. Das ist ja mal richtig scheiße. Oh, jetzt werden in, ja, ich muss weitergehen, das tut halt richtig weh, ne? Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm, weil ich habe wirklich gute Items gefunden, also den Magic Mushroom, aber das tut wirklich weh, dass ich jetzt da einfach nicht in den Goldraum konnte. Ja, aber manchmal hast du es halt nicht in der Hand, ne? Manchmal ist es halt einfach so, wie es ist. Naja, auf jeden Fall, Leute kommen und beleidigen dich so richtig, wisst ihr, nicht einfach nur wie, so richtig dreckig. Eine Chance um Concussive Tears. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht was. Okay, Blind Tears. Ich weiß nicht, was diese Tears machen. Eventuell werden wir es gleich erfahren. Ansonsten könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was das für ein Wort war. Also Concussive. Ich würde jetzt so, ja, mit meinem Otto Normal Englisch irgendwie so, irgendwie an Confusion denken. Aber das war ja nicht Confusion. Keine Ahnung, wenn ihr wisst, was diese Tiers jetzt machen, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre sehr, sehr, sehr lieb von euch. Aber wie gesagt, ja. Oh, ich wurde getroffen. Okay, ein bisschen auf. Ja, wobei, wir haben ja den Goathead-Effekt. Dementsprechend müssen wir noch nicht mal aufpassen auf unsere blauen Herzen. Ist ja vollkommen egal. Ah ja, so ist das nun mal. Ups, ja, das heißt aber nicht, dass ich einfach in den Gegner reinlaufen darf. Meine Güte, ey. Mein Gott, Walter. Mann. So. Ja, auf jeden Fall.
Jetzt wiederhole ich mich zum fünften Mal. Es tut mir leid. Manchmal sage ich immer so eine Line, ne? So von wegen, es gibt Leute, die dich beleidigen, bla bla bla. Und ich komme dann nie über diesen Punkt hinweg, weil ich mich immer wieder ablenken lasse. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt halt Leute, die dich einfach für jeden Scheiß beleidigen. Und das ist halt so eine Sache. Ja, ich glaube, die Tränen verwirren doch. Naja. Muss man sich halt fragen, ob man das möchte, so, oder ob es halt das wert ist. Keine Ahnung. Ja, dann kommen halt Leute und sagen, ey, du fetter Hurensohn, so, das ist noch in Ordnung. Da, wisst ihr, bei solchen Sachen sage ich ja auch nichts. Ich meine, das sind halt irgendwelche Leute, die halt ein bisschen trollen wollen und so, wenn mich jemand Fettsack nennt oder so, keine Ahnung. Aber wisst ihr, es gibt dann halt auch Leute, die dann ankommen und dein Privatleben einfach, wisst ihr, die sagen einfach, du, ja, keine Ahnung, die beleidigen dich einfach für dein Privatleben, weil sie mal irgendetwas aufgeschnappt haben. Oh mein Gott, die Car-Battery. Wie krass ist es denn? Und ohne zu wissen, ob das über, also ob da überhaupt irgendeine Substanz hinter ist. Und das ist eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, Leute, die finde ich persönlich halt ein bisschen bedenklich und nicht so geil. Und da stelle ich mir dann halt die Frage, ja, sollte ich vielleicht aufhören, einfach Dinge zu erzählen von mir? Keine Ahnung, ne? Was gibt man frei und was gibt man nicht frei? Ich meine, ich habe erzählt immer, dass ich studiere, bla bla bla. Ich habe erzählt, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Daraufhin gab es Leute, die mich einfach unter der Gürtellinie dafür beleidigen, dass ich aufgehört habe zu studieren. Die dann ankommen und sagen, ja, du bla 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 bla, bist doch eh voll der Loser, bla, war kein Wunder, dass du dein Studium abgebrochen hast, du dummer. Du bist eh viel zu dumm, bla bla bla. So, das ist auch dann wieder irgendwo, wisst ihr, auf der einen, also, keine Ahnung, es ist, im Grunde juckt es mich nicht so sehr, aber das ist einfach auf so einer Ebene, wo Leute in mein Privatleben eingreifen und mich dann, die wissen nicht, warum ich aufgehört habe zu studieren, aber benutzen das, um mich deswegen zu beleidigen und so. Da frage ich mich halt immer so, was ist es wert zu sagen und was ist es wert nicht zu sagen? Keine Ahnung. Wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, dürft ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin halt grundsätzlich so gepolt, dass ich sage, ich würde einfach gerne offen sein. Offen mit allen Dingen. Hä, was ist das denn? Hä? Hä? Was? Hä? Was? Wo kommt diese schwarze Rune her? Ist es? Hä? Ist die aus dem normalen Eishack? Ich weiß halt immer nicht, ob die Dinger aus dem normalen Eishack ist oder ob das irgendeine Sache von irgendeinem Mod ist, den ich anhabe. What the fuck? Eine schwarze Rune? Okay, habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Habe ich noch nie gesehen. Naja. Das ist halt nur so ein Beispiel, ne? Oder? Keine Ahnung. Ja, das ist halt einfach, ne? Ist halt schwierig so. Keine Ahnung. Ist halt, verstehe ich halt auch ein Stück weit irgendwie nicht, warum Leute so sind. Aber ja, Leute sind halt, es gibt halt im Internet Vollidioten. Damit muss man halt einfach leben. So, keine Ahnung. Das ist dann auch nicht das allergrößte Problem. Aber ja, ein Stück weit ist es halt schon irgendwo traurig, ja, und dann, wie gesagt, gerade bei dem Thema Studium so, niemand, ich habe es ja auch oft genug erzählt, aber diese Leute, die das dann irgendwie benutzen, die hören die halt auch nicht zu oder die juckt es auch nicht so, für die gibt es dann einfach nur diesen Moment, oh, er hat aufgehört zu studieren oder jetzt abgebrochen, okay, dann benutze ich das, um ihn zu beleidigen und das ist halt so fragwürdig, ja, wirklich fragwürdig, da frage ich, da muss halt einiges bei diesen Leuten schief laufen, damit die sich so auf so eine Ebene bewegen, ja. Und dann fragt man sich halt, womit soll ich die füttern? Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin halt eigentlich jemand, der dafür, ich möchte eigentlich für eine sehr, sehr offene, weiß ich nicht, das ist halt so ein bisschen problematisch, weil ich würde halt gerne einfach dafür plädieren, dass man sich nicht für solche Dinge zum Beispiel auch, also man muss sich für solche Dinge nicht schämen, ja. Egal aus welchem Grund, selbst wenn ich das Studium abgebrochen hätte, weil ich es nicht geschafft hätte oder so, was auch hätte passieren können, wenn ich es weitergemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich es bestanden hätte, ja, es wäre knapp geworden, weil ich natürlich nicht der schnellste Student war. Davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen, ja.
Kann ich euch nicht sagen, aber wow, die zweite Spritze, sehr gut. Und schon wieder das Void-Item. Es ist ein bisschen schade wegen meinem Spacebar-Item. Aber ich denke, wir nehmen es mit, ja. Wir nehmen das Void-Item mit. Müssen, oder? Ja, ich glaube schon. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall probieren, den... Goldraum noch zu bekommen. Ja, keine Ahnung. Ist ein schwieriges Thema. Und ja, ich bin halt ein bisschen... Also es hat mich schon ein bisschen nicht erschrocken. Das würde so viel unfassbare Bedeutung in diesen Fakt reinlegen. Aber es hat mich schon ein bisschen irritiert oder überrascht, sagen wir mal. Ja, überrascht. Wie böse dann doch die Leute sind. So, wie gesagt, ich bin für jeden Spaß zu haben und wenn man da mal ein Späßchen auf meine Kosten machen möchte, dann tut das. Keine Ahnung, es ist überhaupt gar kein Problem für mich. Ja, also dann bin ich durchaus bereit, dem auch einfach, ne? Da ist überhaupt gar kein Problem, würde ich auch niemanden übel nehmen, aber ja, so diese Bone Tears! Oh, ich habe keine Bone Tears. Ah, leider nicht. Weil ich die Münzen habe. Das ist ein bisschen schade. Ace of Hearts. Ah, will ich nicht, ja. Das könnte ich eigentlich mitnehmen und einsaugen, ne? Was ist das denn? Eine Bloody Crown. Ich weiß nicht, warte mal, ich kann auch gucken, was sie macht. Open Shops for Blah. Item Rooms now appear in the... Item Rooms in the Womb! Jawollo! Aber Hallöchen, Popöchen. Das nehme ich mit. Ich habe auch schon irgendwo dieses Schmuckstück verloren, wo ich die Shops bekomme. Aber ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Itemräume in der Womb. In the Womb. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Das wollte ich immer schon mal haben. Ich wusste nur nicht genau, was es ist. Jetzt wissen wir es. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich weiß nicht. Ach, Mann. Ja, so Void ist halt ein schönes Item. Aber so ein bisschen... Wenn ich mich nochmal entscheiden dürfte, dann würde ich, glaube ich, den Strohhalm behalten einfach. Necropolis, wo sind wir? Necropolis. Ich kann halt einfach rausgehen. Es gibt ja gar keinen Grund, warum ich jetzt hier... Oh, die Chaos Card, ja. Kann man schon mal mitnehmen. Ich könnte halt einfach in die nächste Ebene gehen, aber... Ach ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Will man jetzt in die nächste Ebene oder will man... Oder möchte man eventuell doch lieber die Items, Goldraum, Boss und... Wir würden halt auch einen Angel Deal skippen. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Ja, es wird halt wieder knapp mit dem Boss Rush. Ja, wobei, wenn wir jetzt schnell den Boss finden, dann... Also wenn wir den Boss finden, würde ich auf jeden Fall... den Goldraum skippen. Gar keine Frage. Gar keine Frage. So. Naja. Aber so ist es, ne? Keine Ahnung. Die Leute, die greifen dich halt für alles an. Deswegen, ne? Deswegen könnte man halt auch drüber reden, ob man sich überhaupt im Internet zeigen möchte, wenn man zum Beispiel dick ist, so wie ich. Ja, das ist natürlich sofort Angriffsfläche Nummer 1. Und das ist eine große Fläche. Versteht ihr, weil ich dick bin? Weil ich dick bin. Ja, Mann, er hat einen dicken Witz gemacht. Nee, aber, ne, versteht ihr schon. Also, ihr seid sofort Angriffsfläche. Ja, bist du dick. Kann man halt drüber nachdenken. Will ich mich zeigen, will ich mich nicht zeigen? Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Für mich stand das eigentlich nie zur Debatte, ob ich mich jetzt zeigen möchte oder ob ich mich nicht zeigen möchte. Weil ganz im Ernst, ich lasse mich doch nicht, nur weil ich vielleicht, ja, nur weil ich dick bin, lasse ich mir doch nicht diese Lebensqualität, sage ich einfach mal, was vielleicht ein bisschen hochgestochen ist. Aber es gibt keinen Grund dafür, dass ich mich nicht zeigen sollen dürfte oder so. Es gibt dafür keinen einzigen Grund. Ja, deswegen. Es ist schon schlimm genug, dass in unserer Gesellschaft einfach, dass einfach
dieser Fakt besteht, dass dicke Menschen, dass es ekelig ist, zum Beispiel, wenn dicke Menschen sich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe, ne? Im Schwimmbad oben ohne sind oder so. Was macht das nochmal? Scheiße, warte mal. Ah, genau, genau. Das will ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Genau, jetzt habe ich nämlich ein Damage abbekommen. Und oh, wir müssen aufpassen, ja. Hä? Und mein... Aber das verstehe ich nicht. Mein Trinket ist jetzt schon wieder weg. Ich habe das doch nicht irgendwo... Hier liegt keins. Och Mann, ich habe auch keine Zeit. Oh mein fucking Gott. Nein, ich habe nur einen getroffen. Oh mein fucking Gott. Ich könnte sterben. Ich könnte sterben. Und es wäre das Schlimmste, was in meinem Leben jemals passiert. Okay. Okay, gib mir einen Angel Deal. Nein! Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Habe ich mir gerade die Karte gekauft? Ja, das ist schade. Okay, ich habe Guppy's Head. OMG. Ja, Boss Rush ist weg. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Luck up. Ja, okay, das ist kein Problem. Ja, perfekt. Amnesia. Oh, ich will jetzt wirklich nicht sterben. Ich gehe nochmal zurück. Ups. Ja gut, ich töte den eben. Keine Ahnung. Wenn der mich jetzt tötet, ne, dann habe ich halt verkackt. Serpent's Kiss könnte auch mal... Scheiße, Serpent's Kiss droppt ja schwarze Herzen. Und ich darf keine schwarzen Herzen aufheben. Das ist natürlich ein Ärgernis. Und ich muss jetzt aufpassen, jedes Mal, wenn ich meinen... Oh mein Gott, das habe ich mir wirklich nicht gut überlegt, ne? Jedes Mal, wenn ich mein Spacebar-Item einsetze, dann mache ich 2 rote Herzcontainer weg. Das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall blaue Herzen. Hä, und da war doch irgendwo auf der Karte, waren da doch rote Herzen abgebildet. Oh mein Gott, ich habe so eine Angst, wirklich. Ja, und daran denken, wenn ich das jetzt einsammeln würde, würde ich sterben. Wenn ich mein Spacebar-Item jetzt einsetzen würde, würde ich sterben. Es ist einfach gerade eine richtig crazy Situation. Ich könnte schwören, hier war irgendwo ein rotes Herzchen auf der Map. Warum ist das nicht in die Luft geflogen? Okay. Ja, keine Ahnung, es wird halt auch nicht einfacher, ne? Das wird halt auch nicht einfacher. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen, das ist schon mal eine gute Sache. Das habe ich mir alles nicht so gut überlegt, Leute. Das habe ich mir alles nicht so gut überlegt. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Ich hätte mir halt sehr gerne gewünscht, dass dem Angel die jetzt 3 blaue Herzen gelegen hätten. Das wäre, ja, einfach ziemlich stark gewesen. So, bitte kein Greed. Wenn da jetzt Greed drin ist, okay. Die Feuer können mir eigentlich gar nicht wehtun, aber... Sicher, sicher, ne? Sicher, sicher. Oh, the lovers. Okay, immerhin. Wir haben mal wieder ein bisschen hier, ne? Wir atmen. Okay, die Satanic Bible darf ich nicht einsetzen. Ja, Es wird halt nicht besser. Das bedeutet zwangsläufig auch, ich darf die halt nicht einsammeln oder nicht aufsaugen, weil dann würde ich halt jedes Mal auch noch Damage bekommen, wenn ich mein Spacebar-Item einsetze. Fernab davon, dass ich halt immer 2 rote Herzen verliere. Ja, es ist jetzt eine schwierige Situation, in die ich mich immer wieder verfrachtet habe, ne? Ich mache es mir halt auch immer selber schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie gerade prädestiniert zu, mir immer selber ein Beinchen zu stellen. Aber meine Güte. Macht ja auch ein bisschen Spaß, wenn es anspruchsvoll ist, ne? Wenn es kribbelig wird. Wenn man halt auch mal... Ja, wobei im letzten Lauf war es nicht kribbelig. Ja, da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Das war halt einfach nur dumm. Aber das gehört halt auch dazu, so. Ja. Solche Dinge passieren, ne? Da, wo Menschen sind, da werden auch Fehler gemacht.
sagte einst ein weiser Mann. Wer es war, das weiß ich nicht, doch glauben tue ich dran. Ja, keine Ahnung. You got the idea, ne? Sagt man so, ja, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall ein super Item. Das nehme ich auch mit. Ich brauche unbedingt blaue Herzen. Ich weiß halt nicht, ob ich eventuell hier irgendwo einen blauen Stein übersehe. Das ist halt jetzt schwierig, dann... Ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich hier eventuell eine Bombe rein platziert kriege. Oh, perfekt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Nice. Nice, 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 nice. Okay, die brauche ich nicht. Mir werden die Geheimräume angezeigt. Ich gehe einfach mal weiter. Mein Gott, Walter. So, ja. Aber ansonsten kann ich euch sagen, More Soul Hearts Drop. Ja, nehmen wir mal mit, nehmen wir mal mit. Ansonsten kann ich euch sagen, es läuft bei mir so langsam wieder, ne, es entwickelt sich, ich, ja. Oh, nice, nice. Ach, und man kriegt ja einen Meat Boy dazu, stimmt! Leute, seht ihr, was ich sehe? Wir haben gleich einen Level 4 Meat Boy. Leco mio on the Blanco, das wird richtig nice. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Ebene unser Spacebar-Item einsetzen und dann werden wir locker flockig zwei rote Herzen verlieren. Ja. Das machen wir. Judgment. Wheel of Fortune. The Sun. Können wir mal mitnehmen. Keine Ahnung, macht halt Damage. Also, why not, ne? Why not? War jetzt nicht so viel Damage, okay. Es war auch irgendwie eine spontane Entscheidung, dass ich es hier mal ausprobiere. Hätte ich eventuell nicht hier im Bosskampf einsetzen sollen, aber gut. You never know until you versuchst es, ne? Okay. Wir sprengen mal schwarze Herzchen da weg. So viele schwarze Herzen und ich kann sie alle nicht benutzen, ne? Okay. Ich bin zufrieden mit den drei blauen Herzen, sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Ich bin sehr zufrieden damit, weil ich jetzt erstmal, ich habe ein bisschen Sicherheit. Jetzt gehen wir in die nächste Ebene, wir suchen mal vielleicht irgendwo ein Item oder warten auf den Boss oder, ja, mal gucken, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So. Wir haben Goldräume. Warum haben wir Goldräume? Ich habe das Gefühl, haben wir auch einen Shop? Warum haben wir jetzt Goldräume? Ich habe dieses Schmuckstück doch gar nicht mehr. Aber es ist doch auch nicht so, dass ich irgendwie diese... Also ich habe doch nichts, was... Hä? Das Ding ist halt, das Trinket war halt weg, nachdem ich mein Spacebar-Item eingesetzt habe, glaube ich. Aber ich habe doch kein Spacebar-Item, welches mir irgendwie die Trinkets in mich reinschmelzt. Es gibt ja diesen... Ne, Trinket, Schmelzer, bla. Aber so einen besitze ich halt nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Planet bin. Aber gut. Dann werden wir uns mal den Goldraum gönnen, würde ich sagen, ne? Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Auf jeden Fall, wie gesagt, ne, im Leben läuft es mal besser, mal schlechter, mal dies, mal das. Ich würde halt eigentlich gerne da so ein transparenter Typ sein. Also ich würde, wisst ihr, ich finde es halt doof, wenn man irgendwie Geheimnisse darum machen muss, wenn etwas schlecht läuft. Weil das halt einfach so, ja, was vermittelt das für ein Bild? Ein schlechtes, meiner Meinung nach, ja. Das ist, sage ich euch halt ganz ehrlich, so wie ich es meine. Was vermittelt es denn für ein Bild, wenn man... sich verschließen muss oder nicht sagen darf, was momentan los ist, nur weil man vielleicht mal in einer Phase im Leben steckt, in der es nicht so gut läuft. Das finde ich persönlich einfach sehr blöd, weil so sollte das Leben nicht funktionieren, so sollte das Zusammenleben zwischen uns Menschen nicht funktionieren. Okay, der Boss sieht auch anders aus, oder? Der ist verbuggt, oder ist es diese... Okay, ich glaube, er war nur ein bisschen verbuggt, aber... Das ist nicht Skrollex, ne? Nee. Aber kriegt er, wenn er so komisch springt, kriegt er kein... Jetzt kriegt er auch keinen Damage.
Ist das eine neue Special-Form von Scrollex, wo man nur den Kopf irgendwie treffen kann? Das könnte durchaus sein. Ja, sieht so aus. Das werden wir wahrscheinlich... Oh mein Gott! Okay, das werden wir fressen. Fressen, sagt er, Alter. Bam! Okay. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Wir haben Godhead gefunden. Mega nice, ey. Mega, mega nice. Ja, das finde ich schade, weil, ja, das gibt halt einfach ein blödes Bild, finde ich, auf das Miteinander voneinander ab. So, ne, weil warum sollte, wie gesagt, ich habe mein Studium abgebrochen, jetzt kann sich jeder selbst denken, was ich danach, ich bin danach dann halt nach Österreich gegangen und habe da gearbeitet, ja, ganz normal, in einem Einzelhandel, Job, habe mein Geld verdient, alles drum und dran, dann ist diese Beziehung, die ich hatte, kaputt gegangen, ja, meine Güte, passiert, ne, es war ein großes Risiko, überhaupt das einzugehen, diese Beziehung, es war ein großes Risiko, das halt überhaupt zu machen, aber meine Güte, ne, wer es nicht versucht, der hat schon verloren, keine Ahnung, es hat halt nicht funktioniert, passiert, ja, gibt Schlimmeres im Leben, Leute, kann ich euch auf jeden Fall sagen, gibt Schlimmeres im Leben und ja, da musste ich natürlich wieder zurück nach Deutschland, bin ich erstmal bei meinen Eltern untergekommen, hab mir von da aus eine eigene Wohnung gesucht und jetzt kann natürlich jeder eins und eins zusammenzählen, wie ich mir, wovon ich gelebt habe in der Zeit, ja, so, und jetzt kann auch klar, ne, müssen wir nicht drum rumreden. Und ja, und jetzt hat sich die Situation halt glücklicherweise nach einigen Monaten endlich wieder geändert und es läuft jetzt wieder alles in geregelteren Bahnen und ich habe wieder, ich bin wieder eigenständig für mich verantwortlich und verdiene eigenständig mein Geld, wo, damit ich alles bezahlen kann. Und so soll es halt sein, ne? Wie gesagt, und ja. Keine Ahnung. Und Leute. Ja, und keine Ahnung. Aber so eine Phase kann halt jeder mal im Leben bekommen. Ja, du bist halt davon nicht geschützt. Und das kann auch mal wiederkommen, dass ich wieder da irgendwie ein bisschen, ja, dass es halt einfach mal wieder nicht so läuft, dass man nicht weiß, wo man morgen arbeiten gehen soll und, ne? Es ist halt einfach manchmal im Leben so, dass nicht alles glattometrisch läuft, ja, glatt läuft. Ich glaube, ich möchte das sogar einsaugen. Und mir fällt gerade auf, wir haben eh die Mega-Satan-Dinger verkackt. Wir können beide einsaugen, ne? Alter, ich habe so viele Stats ab gerade bekommen. Du machst dir kein Bild. Okay. Ich würde nochmal gerne in die Bibliothek reingucken. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe. Aber ja. Ja, und wie gesagt, ich finde es halt schade, dass man bei solchen Dingen halt irgendwie aufpassen muss, was man sagt oder nicht so offen reden darf, weil andere Leute dich deswegen beleidigen oder. Es ist halt ein bisschen schade, weil es einfach zeigt, wie... Will ich zu Hasch gehen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das wäre keine gute Idee. Nach dem letzten Tod möchte ich gerne einfach einen Lauf beenden. Das wäre schon. Da wäre ich schon zufrieden mit. Ja. Ne? Das zeigt einfach, wie unser Miteinander ist, so generell, ne? Aber so ist das. Menschen sind nun mal. Ja, ich weiß selbst nicht genau, warum es so ist. Ja, ich würde niemals großartig jemanden da jetzt die Vorwürfe machen. Klar. Wenn mich jemand fragt, dann würde ich natürlich jedem raten, ja, halt die Augen offen, ne, bla bla bla. Es gibt immer Möglichkeiten, um wieder aus jedem Loch rauszukommen, egal um was es da geht, egal ob es Arbeit ist oder Studium oder. Es gibt immer die Möglichkeit, weiter nach vorne zu kommen, immer die Möglichkeit, mehr aus seinem Leben zu machen und, ja, auch wenn das vielleicht halt mal lange dauert, ne, da muss man halt einfach auch geduldig sein und das alles akzeptieren und dann halt einfach auch sich auf das Ziel konzentrieren. Und ja, wie gesagt, ne, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dazu sagt oder was ihr so, ja, keine Ahnung. Es ist interessantes Thema. Ja, so viel kann ich, also, ne, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Es ist ein interessantes Thema, aber es ist halt leider auch ein schwieriges Thema.
So, wir können jetzt... wir haben leider nur zwei Schlüssel. Okay, schauen wir einfach mal. Naja. Aber was ich euch sagen kann, ist... es läuft wieder bei mir. Wow, und jetzt kann ich wieder drüber sprechen, weil ich bin nicht mehr angreifbar. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Das ist so dumm an dieser Welt, ne? Dieses angreifbar sein. Oh nein, er hat eine Schwäche. Oh nein, er ist in einer Situation in seinem Leben, wo er ein bisschen am Struggeln ist. Ein bisschen Probleme hat. Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist ja das Schlimmste der Welt. Ja, und das ist einfach so eine Sache, die... es ist halt einfach wirklich schade. Ja, das sage ich so, wie ich es meine. Es ist einfach schade, dass man da, dass es da auch so einfach so ein Gegeneinander gibt, so ein unfassbar starkes, ja, so viele Menschen da so dabei sind, jede Schwäche des Gegenübers zu nutzen, um ihn irgendwie zu beleidigen. Und so ist es ja, ne, meine Güte. Das sieht man ja auch, wie gesagt, bei den ganzen Leuten, die mich beleidigen, weil ich dick bin, ja. Keine Ahnung, jeder von diesen Menschen hat selbst Schwächen, ja, jeder von diesen Menschen. Viele Schwächen sieht man auf den ersten Blick nicht und es kommt bei Schwächen, wie gesagt, auch überhaupt nicht darauf an, ob die jetzt gesundheitlich gefährlich sind vielleicht, so wie es ja bei Übergewicht ist, ja, oder Alkoholismus ist, oder Rauchen, das ist gesundheitlich alles richtig blöd, aber es gibt auch solche Dinge wie Leute, die zu perfektionistisch sind, die da auch, ne, dran arbeiten könnten, sollten, dürften, weil sie vielleicht einfach ein bisschen zu sehr unter Druck setzt und so weiter. Oder jemand, der nicht perfektionistisch genug ist. Das könnte man auch durchaus bemängeln. Also es gibt alle, man kann halt alles bemängeln. Und darum geht es ja im Leben, dass man einfach vernünftiger miteinander umgeht und dass jeder auch einfach schaut, dass er klarkommt. Und ja, wenn es da ein bisschen mehr Miteinander geben würde, ich glaube, dann könnten viele, viele Menschen auch viel, viel mehr erreichen, weil viele sich vielleicht auch in diesem Denkmal oder in dieser Angst davor irgendwie von jemandem an auf irgendwelche Dinge reduziert zu werden oder angemacht zu werden deswegen und aus dieser Angst heraus, glaube ich, auch viele Leute viele Chancen nicht wahrnehmen, weil sie sich denken, nein, stell dir mal vor, ich fange jetzt auf einmal an, einen neuen Job zu machen, bei dem ich gar nicht genau weiß, ob das so hinhaut. Und es gibt die Möglichkeit, dass ich eventuell diesen Job nicht für immer machen kann, sondern nur die nächsten 2 Jahre. Und danach habe ich keine feste Anstellung und dann könnten Menschen schlecht über mich denken. Wisst ihr, was ich meine? Und dann macht man sowas nicht, was halt schade ist, weil, ja, go for it, ne? Auf jeden Fall. Hör auf nachzudenken, mach es. Auf jeden Fall machen, so. Wenn du eine Chance hast, machen. Natürlich, man sollte schon ein bisschen schauen und gucken, ob es sich lohnt und ob die Chance gut ist. Und ich weiß wirklich nicht, was mit meinem Isaac los ist. Es ist einfach ein bisschen laggy geworden. Es ist ein bisschen laggy geworden. Aber ich hoffe, die Aufnahme, die funktioniert. Ja, man sollte natürlich bei jeder Chance oder bei allem im Leben auch gucken, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist. Aber ne, man sollte nicht aus Angst Dinge nicht tun, denn... Wie sagt man so schön, ne? Bereue nicht die Dinge, die du getan hast, sondern bereue nicht die Dinge, die du getan hast, sondern bereue die Dinge, die du nicht getan hast. Und ja, da ist sehr viel Wahres dran, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den einen oder anderen Kommentar. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend, ja, über so eine Sache zu reden und nebenbei zu spielen. Ich weiß, da sage ich manche Sätze vielleicht 4-mal oder so, weil ich immer wieder versuche, da neu anzusetzen. Aber naja, eventuell habt ihr meinen Punkt verstanden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. What the fuck?